Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, hier haben wir Favin Rallen. Oje. Nee. Aha. Wieso kann ich nicht mit dir reden? Oh. Alles krass. Ich befürchte, dass ihr vorher sprecht. Hilfe. Also. Ja, das wird so sein. Es gibt nämlich einen Vater, der Vater von dem Amkel, der unsichtbar geworden ist. Ich befürchte, dass wir diesen Kerl brauchen. Wir müssen mit dem Vater reden, bevor wir gleich denken. Für den Schritt. Das ist natürlich ärgerlich. Kann man das machen? Allzeit bereit. Sprecht. Pfeffern ist keine Überkehr dafür, dass sein Hex wird nach dem, was an Zeitleiste ausgesehen hat, teilweise gepfefferte Preise. Worum geht es? Ja. Ihr dürft sprechen. Stimmt, es gibt noch eine Quest, die mit einem Gerücht beginnt. Habt ihr gehört, 7 Opfer hier in Vivek, alle mit durchschnittener Kehle, als nur ein paar Fremdländer getötet wurden, haben die Ordination keinen großen Wirbel gemacht. Aber nun, da zwei ihrer eigenen Leute die Kehle aufgeschützt wurden, scheinen sie in der Halle der Gerechtigkeit sehr beunruhigt zu sein. Ich hörte, dass die Wache insgesamt nach ganz besonderer Hilfe sucht. Etwas, das zwei Ordinatoren töten kann, bevor sie noch ihre Schwerter ziehen, verlangt wahrhaftig nach ganz besonderer Hilfe. Ja, das... Ich will dir ja helfen. Sind sie überhaupt der Vater von ihm? Fahrt fort! Was ist los? Ach, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal, dann mache ich halt nichts. Sprecht! Worum geht es? Naja, kurz Zusammenfassung. Er sagt uns, ja, er vermisst seinen Sohn. Nee, kann niemand nach Gerüchten fragen, gar nicht. Ja, er vermisst seinen Sohn, hat lange nicht gesehen. Ihr dürft sprechen. Die einst, er gibt mir 75 Tage, wenn ich gefunden, seinen Sohn gefunden habe. Dann gehe ich zu dem Zauberer, der sagt mir, ja, er wollte das eigentlich und er hat seine Schuld noch gar nicht bezahlt. 500 Tage kostet es. Er ist dann wieder zurückverwandelt. Dann gehe ich wieder zu ihm, der gibt mir das Geld und er sagt, er zahlt, es gibt 100 Tage. Rashid hat keine Zeit für mich. Ja, das ist so die Zusammenarbeit.
zusammenfassen. Ja. Na, dann kann ich leider nicht helfen. Haben wir die Quest zu traurig ist ganz schnell hinter uns gebracht. Naja. Gut. Nächste Person ist im in der Bodensektion. Und zwar in der Glashütte. Ja. Was wollt ihr? Beeilt euch! Da. Ich grüße euch, Freunde. Wie kann man euch helfen? Wir führen eine hervorragende Auswahl an Glaswaren, obgleich es letztens schwieriger geworden ist, exotische Gegenstände hereinzubekommen. Nun ja, die feinsten Materialien sind heutzutage nicht so leicht zu finden. Natürlich wäre es schön, Zwergen, Kalkstein, Geschirr oder ähnliches zu haben, aber es ist zu schwierig geworden, so etwas zu beschaffen. Deshalb ist ja kein großes Problem, doch Bullrün von der ostkaiserlichen Händegilde hat die Preise manipuliert. Da bin ich mir sicher, und er wollte die meisten von uns keine Lizenz geben, um das Zeug zu verkaufen. Ich weiß, dass momentan ebenfalls eine Schiffsladung Kalksteingeschirr aufgehalten wird. Wenn ihr bereit seid, sie für mich zu beschaffen, wäre ich bereit, eine sehr großzügige Belohnung von vielleicht 1500 Drachen. Ich werde das Kalksteingeschirr für euch beschaffen. Ausgesehen, ihr findet das Kalksteingeschirr an Bord der Chun-Ook, die in Ebenherz vor Angar liegt. Es wird vermutlich gut bewacht, also seht euch vor, es sollte mindestens aus 10 Teilen bestehen. Schlüsseln und Tassen, glaube ich. Alles andere, was ihr findet, Flaschen, Teller oder Platten, sind vermutlich Fälschungen. Lasst sie also dort. Nehmt wohl. Ich warte. Gut, die Quest haben wir auch gemacht. So, es gibt noch eine Quest, die uns dorthin führt. Die nehmen wir aber noch nicht an. Zuerst gibt es noch ein paar zum Annehmen. Jetzt geht es erstmal lauter an die Quest. Nehme ich erstmal. Also, einer von beiden. Also, beide sind eigentlich im Kanal. Abgeschlossen. Wer ist hier Feind? Thank you.
aber naja, das fällt mir eigentlich nicht. Auf euch! Ich will nicht rauskommen. Ja, ja, ich bin abgeschaut. Danke. Ach, das ist so viele schlimme Sachen. Bleibt in Bewegung. Abgeschaut. Kanal Süd 1. Ja, da muss ich hin. Ich wollte ja eigentlich nicht runterfahren. Nervig. Ah, das ist doch kein Kanal, naja. So, ich bin Elmeni Drehen, Tochter von Fürst Vedan Drehen. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Ja? Die Regeln von Haus Larsen, ein bis dürft in die Geschäfte vor einmischen, falls doch, dann müsst ihr sicherstellen, dass ihr nicht gefasst werdet, wenn ihr euch wieder gut machen. Okay, hallo. Sprecht zu mir, was benötigt ihr? Ja. So, ich kann fliegen. Wieso kann ich keine Quests mehr annehmen, oder was? Wundern hat nicht geschafft, ja. Ist das mühsam. Ja, bitte. Was wollt ihr? Ich geh da raus. Nein. Ja. Ich hab's auch nur ja und. Habt ihr etwas zu sagen? Wieso kannst du mir die Quest nicht geben? Red mit mir! Weißt du was? Ha! Ihr Enwa! Boah, ei. Und wieder eine Quest, die ich euch nicht zeigen kann. Die ist sogar ein bisschen... Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Denn diese Dame müsste uns eigentlich nach, Alt-Veloti schicken. Ganz im Nordwesten. Dort, geht's halt im großen drum. Die Sklaven in Sicherheit zu bringen. Und dann hat sie noch eine zweite, wo es in der Brennplantage auch wieder um Sklaverei geht. Ja. Aber das. Aber... Dafür haben wir weniger Zeit. Das ist die nächste Folge, Leute. Und zwei Quests geschafft. Naja. Jetzt geht's wieder in die Wenn ihr hier Ärger machen wollt, dann werdet ihr mich.
Denn wir waren noch nicht fertig. Und es gibt noch eine zweite Quest. Einen Schrein. Mein Sieg ist nahe. Mein Sieg steht bevor. Ja, so. Dum, dum, dum. So. Gut. Und hier haben wir den Sheogorath-Schrein. Was willst du, sterbliches Wesen? Bist du gekommen, um Sheogorath zu dienen? Vieles spricht für deinen Wahnsinn. Und das macht mich zufrieden. Hole die Gabel der Gänsehaut vom verrückten Einsiedler Lennar von Aldrin Einjahaust. Sieh dich vor. Er ist ein wenig wundersam. Benutze die Gabel weise. Nur wenige, die sie geführt haben, sind unverändert davon gekommen. Nimm die Gabel und versetze den Riesen Netschwullen, der in der Nähe des Einsiedlers lebt, damit den Todesstoß. Bring die Gabel der Gänsehaut danach zu mir und Sheogorath wird dich dafür entlohnen. Gut. So. Eine Quest, die etwas weiter weg ist. Das war auch die letzte Quest, die man in einigen Dingen annehmen kann. Ich denke, jetzt wird das nächste Mal die verpackte Insel. Das verpackte Viertel. 2 von 4 Quests gar nicht gemacht werden können. Naja, was soll's. Raus und nach Osten zum Heiligen Olms. Beide in der Bodensektion annehmbar. Eine von beiden führt uns auch nach Ebenerz. Ebenherz. Und Fischmann, Taylors und Dines. Ah, Schneider und Färber. Wenn ich es richtig übersetzt habe. Ja, gut. Willkommen, Freund. Kann ich euch vielleicht für einige meiner Waren interessieren? Ich weiß, dass die Preise sind recht hoch. Oh, sehr schönes Deutsch. Aber darauf habe ich leider keinen Einfluss. Ja, das sind sie. Da wir nur einen Lieferanten haben, setzt er natürlich die Preise fest. Die Importe nach Ewig werden allesamt von ostkaiserlichen Händen der Gilde kontrolliert. Also sind wir gezwungen, die Preise zu bezahlen, die sie fordern. Warenlieferungen, die im Hafen von Ebenherz ankommen, werden von so viel Bürokratie aufgehalten, dass eine weite Verschiffung hier einfach nicht mehr profitabel ist. Es ist lächerlich. Ihre Schiffe werden von den Männern des Herzogs durchsucht und oft wegen erfundenen Zollproblemen festgehalten. Natürlich werden die Boote der Gesellschaft einer solchen Prüfung nicht unterzogen. Ich weiß nicht, welche Rolle der Herzog hierbei spielt, doch ich würde sie gerne herausfinden. Vielleicht kann ich euch helfen. Es gibt etwas, das ihr vielleicht besorgen könntet. Ich wüsste gern, wer für die Gesellschaft die Preise festsetzt. Soviel ich weiß, hat Jazir in Ebenherz einiges damit zu tun. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr euch darüber kundig machen könnt. Jazir war, glaube ich, jemand, mit dem wir schon eine Quest gemacht haben, nämlich die Mifa-Quest in Ebenherz beim letzten Mal, wenn wir dort waren. Gut.
Vanille. Ne. Das nächste ist Brewers and Fishmongers. Bleibt in Bewegung! Brauer und Fischhändler. Und zwar. Sprecht zu euch! Was wollt ihr? Die neuesten Gerüchte. Gerüchte, entschuldige, ich hab's können. Ah, ich habe diesen Dingen keine besondere Beachtung geschenkt, denn mein Gemahl ist verschwunden. Ja. Gerüchte, entschuldige. Ah ja, jetzt. Ja, mein Ehemann, Dana Uvelas, wird wieder vermisst. Es passiert einfach. Ihr müsst wissen, er hat ein Problem mit Skooma, obwohl er schwört, dass er versucht hat, aufzuhören. Das letzte Mal verschwand er für einige Tage und als er zurückkam, sah er nicht sehr gut aus. Ich befürchte, dass er sich mit Korpus infiziert haben könnte oder etwas ähnlich schrecklich. Denkt ihr, dass ihr ihn für mich finden könntet? Ich werde euren Mann finden. Ja, ich kann euch nicht sagen, wie erleichtert ich wäre. Dana und seine nichtsnutzigen Freunde halten sich manchmal unter den Kanälen hier in der Nähe auf, wenn sie etwas Skooma bekommen haben. Ihr werdet ihn vielleicht dort finden. Gut. Dann auf in die Kanäle. So. Und zwar in die unteren. Hi. So. Dies wird euer Ende sein, Schmidt! Aha, anscheinend. Ich tippe mal, der ist hier nicht. Nein. Freund oder Feind? Du willst etwas? Ah, ein Mitglied der Diebesgruppe. So. Ja. Ah. Ah! Ein Korpuswandler. Oh, der Nahrungsring. Das ist nicht schön. Das war der Ehemann, womöglich. Sehr gut. Auf jeden Fall hat sie also ihre Befürchtung recht, dass er einer Korpuskrankheit zum Opfer gefallen ist. Der dem wir selber gar nicht so viel wissen. Aber das zur gegebenen Stunde. Jetzt aber erstmal wohin. Naja. Beeilt euch! Ja, das ist mein Ehemann. Ah ja. Wisst ihr schon. Ihr habt den Ring meines Ehemanns gefunden. Oh, er muss... Oh nein, dann muss die Schlimmste eingetreten sein. Ich kann nicht sagen, dass sie überrascht wäre. Und doch ist es schwer, dies zu hören. Seit Jahren schon lief es auf ein solches Ende hinaus. Hab Dank für eure Hilfe, Nereva. Bitte nehmt dies für eure Unannehmlichkeiten. Vielleicht werden sie euch gute Dienste erweisen. Leisten. Beeilt euch. Heiltränke gegen Krankheit. Sehr schön, danke. Gut, jetzt haben wir unsere zwei Quests, die nach... Ebenherz führen und die eine Quest, die nach Shirogorath führt. Gut. Ah, die zwei machen wir. Und dann geht's zum Tempelbezirk. Ah ne, ist da. Stimmt, ist da. Wo wir unsere letzten beiden Quests absolvieren werden. So, jetzt sprinten wir aber schnell nach Ebenherz.
Aber zuvor werden wir für mehrere Leben Preisliste suchen. Die war ja bei Chipsur. Und auch bei der Ostkalte nicht mehr so. Gute Gesellschaft. Ihr habt mein Interesse geweckt. Die Halle. So. Du hast Fragen. Könnt ihr euch schnell etwas beeilen? Ja. Okay. Fahrt fort. Ah, okay. Sagt, was ihr braucht. Diesen Durchgang. Ich will da durch. Ja, so. Okay. Allzeit bereit. Nummer uno. Frage, wenn du musst. Bäh. Wohl. Ihr werdet mir nicht so leicht entkommen. Okay, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Und ja, zweiter Versuch. Warum kommst du näher? Kommt schon, kämpft! Schloss 40. Das wird ein Spaß. Ups. Wo auch immer ich hin. Khajiit hat keine Zeit für dich. Okay. Ups. So, Dietrich-Gesellen fast nicht an. So. So. Zahlen. Hier 5 Daten. Wohl. Amen. Allzeit bereit. Hoppala. Die Tür kann ich. Hilfe. Rein. So, und hier haben wir den Brief. Am Weide des versprechenden Preises und sie wurden von allen, die es angeht, abgesegnet können. Kraftkredit, sobald die Zahlung eingegangen ist, unser Abkommen kann bezahlen, weiter halten. Blablabla. Okay, schließen. Auch mal. Gut. Dankeschön. Fahrt fort. Jawohl. So. Gut, ich habe auf die Uhr geschaut. Und sagt, Zeit ist vorbei. Alles okay. Ich bin schon. Genau, schon Ort. Das Schiff ist gebrochen. Was wollt ihr? Ich muss in die Ohren. Ihr dürft sprechen. Und das probieren wir nächstes Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.